Wieder erschüttert ein Polizeiskandal die USA. Insgesamt 8 Cops verfolgen in Ohio einen Afroamerikaner, dann eröffnen sie das Feuer. Die Beamten wollen Jaylen Walker wegen eines kleinen Verkehrsverstoßes anhalten, doch statt sich zu stellen, fährt der junge Mann davon. Nach einer Verfolgungsjagd über einen Freeway verlangsamt der 24-Jährige dann seine Fahrt, springt aus dem Auto. Die Aufnahmen aus den Bodycams der Cops zeigen, wie der junge Mann durch die Beifahrertür flüchtet. Die Cops verfolgen ihn, wollen ihn mit einem Taser stoppen, erfolglos. Dann schießen sie. Doch geben sie keinen Warnschuss ab, sondern alle 8 Polizisten feuern ihre Magazine leer. Jaylen Walker stirbt im Kugelhagel. Später werden mehr als 60 Schusswunden in Walkers Leichnam gefunden. Laut den Anwälten der Familie ist Walker unbewaffnet gewesen. In der kleinen Stadt Akron kommt es zu Protesten. Demonstranten marschieren vor dem Polizeipräsidium auf. Die Polizei rechtfertigt das Verhalten der Beamten auf einer Pressekonferenz. Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen Lichtblitz, der das Mündungsfeuer einer Waffe aus der Autofahrerseite sein soll. Zudem hatte Walker eine Skimaske auf dem Kopf und auf der Beifahrerseite wird eine Waffe gefunden. Auch ist unklar, warum der junge Mann sich der Verkehrskontrolle entziehen wollte. Die Behörden veröffentlichen am Sonntag die Aufnahmen und rufen zum Frieden in der Gemeinde auf. Die beteiligten Beamten seien vorerst beurlaubt worden, solange der Vorfall untersucht wird. Doch über die Verhältnismäßigkeit wird weiter intensiv diskutiert, nach dem Tod des Afroamerikaners, der im Kugelhagel der 8 Cops stirbt und dessen Leiche 60 Schusswunden aufweist.